Und da sind wir zurück bei Flutlicht mit unseren Gästen, mit Wolfgang Hesel und Florian Müller, den Torhütern vom 1. FC Kaiserslautern, vom Mainz 05. Ganz entspannt haben wir gerade hier zugeguckt mit dem Wissen um das Ergebnis. Und dieses kurze von der Tabelle hören hat nochmal gezeigt, wie wichtig dieser Sieg für Mainz 05 gewesen ist. Der Sprung von 15 auf 12 ist das eine für die Mainzer. Vor allen Dingen aber ist jetzt der Abstand zum Relegationsplatz auf 6 Punkte angewachsen. Also rein in die Reaktionen, zusammengefasst von Felix Mansel. Also ganz entspannte Mainzer, endlich nach 7 Pflichtspielen ohne Sieg. Florian Müller, und sie muss das Ganze von draußen erleiden, erdulden, genießen. Wie war es? Ja, sehr erleichternd, ich glaube, für alle drumherum. Also wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben uns dann auch belohnt, müssen vielleicht sogar früher den Deckel drauf machen, speziell in der zweiten Halbzeit, wo es dann am Ende nochmal eng wird. Aber ich glaube, heute war ein sehr gutes Gefühl für alle, dass jetzt mit 3 Punkten wieder geklappt hat. Wir klären nochmal gerade mit der Diagnose. Die kam durch einen Trainingsunfall in der vergangenen Woche. Was genau ist passiert und wie lange werden Sie nach eigener Abschätzung jetzt vielleicht in Absprache mit den Ärzten jetzt fehlen tatsächlich? Ja, also eine Innenbandverletzung im Sprunggelenk und es kommt ein bisschen auf den Heilungsverlauf drauf an, aber ich denke mal, circa 4 Wochen wird es schon dauern. Sie hatten das Ganze schon mal gehabt und zu schnell angefangen. Heißt jetzt ein bisschen sich Ruhe gönnen? Ja, genau. Also es muss jetzt einfach ein bisschen ausheilen, und weil die alte Verletzung wieder aufgerissen ist. Und jetzt heißt es nochmal genesen und in die Reha. Die letzten 10 Minuten, letzten 15 Minuten, Sie beide, wir haben vorhin mal kurz beim Spiel gesprochen, Sie sagen beide, wenn man auf dem Feld ist, als Torwart ist das kein Problem. Wir wissen, was wir zu tun haben in so einer Situation. Wie ist das von draußen beim Zugucken? Auch der FCK hat in den letzten Minuten schwer gehabt in der einen oder anderen Phase in dieser Saison. Ja, ich glaube, gerade als Torwart geht es da einfach nur, die Vorleute irgendwo wach zu halten, viel zu sprechen, dass eben kein Ball durchrutscht. Ich glaube, dann in den letzten Minuten kommen oft immer dann die hohen Bälle einfach nur in 16er rein. Da kann immer mal was passieren. Da geht es einfach, die Leute wach zu halten. Und der Kopf ist so klar in dem Moment. Und nochmal, wenn Sie draußen sitzen, und das mussten Sie auch erleben, ist das ein ganz anderes Zugucken, eine ganz andere Anspannung, Nervosität? Wenn man draußen sitzt, ist es ganz anders. Das ist ganz furchtbar. Wenn man nicht selber eingreifen kann, das ist man viel nervöser als wie auf dem Platz. Dreht durch? Ja. Das kommt denn sehr nahe. Wie sind Sie durchgedreht heute? Ja, also auf der Tribüne ist eine Katastrophe, wirklich. Also ich kann es gar nicht. Also ich bin da wirklich sehr nervös, im Spiel eigentlich gar nicht, aber wenn ich draußen sitze, dann verliere ich schon, jetzt so wie heute, die letzten 10 Minuten schon mal die Nerven. Die Kontrolle. Ja, wirklich. Also ich bin dann sehr, sehr aufgebracht, sag ich mal. Die Torhüter selbst, früher war das zumindest immer so, da hat man gesagt, die Torhüter sind so die Verrückten auf dem Feld. Da gibt es große Namen, da gibt es große Szenen. Was war das Verrückteste, was Sie je überhaupt gemacht haben im Tor? Fällt Ihnen irgendwas überhaupt ein oder ist das heute einfach ganz anders? Ja, ich glaube, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Ne? Man kann nicht mehr so viel auf dem Platz machen wie früher. Es sind, weiß ich, wie viele Kameras im Stadion, sind ganz viele Mikrofone. Ich glaube, man kann nicht mehr so viel machen, wie früher das der Fall war. Glaube aber schon, dass die Tore noch ein bisschen anders sein müssen. Wenn man sich die Bälle aus 2 Metern ins Gesicht schießen lassen muss oder so, glaube ich, muss man schon aus einem anderen Holz geschnitzt sein als wie Spieler. Schmerzfrei? Ja, ich glaube, weitestgehend schon, wie er jetzt schon gerade gesagt hat. Also man muss das, also man weiß, was man, sag ich mal, in Kauf nimmt, ne? wenn man sich die Bälle aus der kurzen Distanz gerne ins Gesicht schießen lässt. Gerne. Ja, gerne. Ja, genau, gerne. Das ist der Lieblingsspruch von Kuni. Er sagt, man muss es genießen, wenn der Ball ins Gesicht geht. Ne? Also, ja, nee, aber ich glaube schon, dass die Torhüter nochmal einen Tick anders sind als die Spieler. Also gerade, weil sie auch so gesondert in ihrer Gruppe meistens trainieren und jetzt nicht so viel mit der Mannschaft immer im Training zusammen sind, sondern nur in ihrer Kleingruppe. Sind sie und waren sie auch immer. Und früher waren wir froh, dass auch Kameras das sogar festgehalten haben, was passiert ist. So ein kleiner Blick auf die Verrücktheiten der Torhüter. Viel Spaß, Jürgen Schmidt hat. So, das war kein Vorführen. Alle diese Keeper, die wir gesehen haben, sind nicht umsonst im Profifußball gelandet und groß da auch schon aufgetreten. Sie beide haben, muss man jetzt sagen, vor allen Dingen spezielle Torwarttrainer ja auch. Da werden wir auch noch ein bisschen was sehen. Aber wenn Sie zum Beispiel an Gary Ehrmann denken, was ist das Besondere an ihm? Ist er immer noch so ein bisschen verrückt? Der ist immer noch genauso. Der ist immer noch ganz genauso. Der dieses Wochenende haben wir unser Spiel verloren. Da ist er natürlich auch extrem schlecht gelaunt dann. Also das fühlt er immer noch genauso mit wie zu aktiven Zeiten. Heißt lieber meiden in so Momenten, den Gary Ehrmann? Ja, doch. Doch, da sollte man nicht in die Quere kommen. Sie haben von Stefan Kuhnert, Ihrem Torwarttrainer, auch gerade erzählt. Der ist auch speziell manchmal, ne?
Ja, kann man schon sagen. Also ich glaube, jeder, der den kennt, weiß, wie seine Art ist. Und ich habe eben schon gesagt, also in der Zusammenfassung hat er eigentlich gefehlt. Ne? Also mit dem Sprung gegen das Glas. Der ist tatsächlich mal mit dem Kopf in der Emotion. Ich habe nur drauf gewartet, aber es kam leider nicht. Wir können es beschreiben, gegen eine Plexiglasscheibe, glaube ich, dann gesprungen, um sich tatsächlich auch ein bisschen vielleicht um Druck abzubauen. Denn das ist, glaube ich, schon so. Als Torwart steht man so im Fokus und ist zwischen Himmel hoch jauchzend und ein Fehler kann fatale Folgen haben. Dieser Umgang mit Druck, dieses Wissen auch darum, dass jederzeit man entscheidend sein kann auf dem Feld, belastet Sie das irgendwie, macht Sie das irgendwie auch in manchen Momenten nachdenklich oder unsicher? Nein, ich glaube, damit lernt man einfach umzugehen, man wird damit groß. Ich kann jetzt von uns sagen, dass Gary Ehrmann gibt uns unheimlich viel Vertrauen. Uns Torhüter dann sagt, lieber mal einen Fehler mehr machen, als ja, irgendwo zu zögern, zu zaudern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man vom Trainerteam, vom Torwarttrainer, vom Cheftrainer ganz viel Vertrauen bekommt und auch Wissen oder in dem Wissen auch mal einen Fehler machen zu dürfen. Ist es jetzt heute vom Selbstbewusstsein besonders abhängig? Ja, ich glaube, es ist typabhängig jetzt, wie man auch mit den Situationen umgeht. Ich glaube, jeder ist sich seiner Aufgabe bewusst, dass du halt entweder so bist du der Held oder du bist halt der Verlierer, sag ich mal. Und, aber ich glaube jetzt, ich persönlich habe damit keine Probleme und ich glaube, die Torhüter generell wissen worum es geht und können damit auch sehr gut umgehen. Wir gucken mal eine Szene an, das ist am vergangenen Montag passiert, beim Sieg des FCKs in Aalen, und zwar Timo Bernhard. Ein Ding, wo jeder sagt, den hält der im Schlaf normalerweise, hält jeder Torwart in der dritten Liga im Schlaf. Und können Sie mir erklären, das war die Wende im Spiel, der FCK ging danach auch als Sieger vom Platz. Erstens, was geht in einem Torwart in so einem Moment eigentlich vor, wenn sowas passiert? Und Sie haben es logischerweise alle schon mal irgendwo erlebt. Was geht in einem Torwart vor und wie kommt man dann wieder auf die Füße tatsächlich? Ja, also ich glaube, in dem Moment, glaube ich, war einfach schon, war gedanklich schon beim Abwurf wahrscheinlich oder schon einen Schritt voraus. Und dann, dann passiert eben so ein Ding. Ich glaube aber danach, wir machen zwar dann das 2-1 raus, aber der hält ja vorher super einen Ball, ja, aus kurzer Distanz. Und genau um das geht es, dass man Fehler schnell abhakt. Das Spiel geht noch weiter. Du musst dann kurz drauf eigentlich wieder da sein. Und ich glaube, nur darum geht's. Fehler passieren immer, werden immer passieren. Ja. Aber es ist immer dann die Frage, wie man damit umgeht. Im Spiel ist das sofort abgehakt. Aber was passiert in der Nacht danach? Ja, ich glaube, man macht sich schon seine Gedanken drüber. Aber im Spiel sollte man schon jetzt, wenn die Aktion passiert ist, na klar, man ärgert sich natürlich kurz, aber sobald der Schiri dann wieder anpfeift, sollte man schon die Aktion abgehakt haben. Und nach dem Spiel, natürlich ärgert man sich dann und ist auch sauer, wahrscheinlich auch sich selber, wenn man einen Fehler macht. Aber man kann es dann im Endeffekt auch nicht mehr ändern. Beim Torwart ist es halt so, das Los, was man gezogen hat, wenn man einen Fehler macht, ist ja meistens dann auch drin. Warum haben Sie sich entschieden, Torwart zu werden? In meiner Zeit war es noch so, der übrig blieb, ging ins Tor. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe erst im Feld gespielt und im Tor immer so ein bisschen gewechselt, aber dann man so gesehen, was besser wäre, und dann bin ich dann im Tor geblieben und es war wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. Absolut die richtige Entscheidung. Sie gelten als das größte Talent im deutschen Fußball, das wir zurzeit haben. Sie sind schon einer, der nimmt so ein Spiel auch mit in die Nacht, wie gegen Cottbus, das 0-2. Definitiv. Also ich schlafe, also generell auch nach Siegen immer schlecht. Ja. Da geistern dann noch alle Szenen nochmal so durch, die so in so einem Spiel passieren. Ja. Aber klar, wenn jetzt ein Fehler passiert, dann ist die Nacht natürlich noch schlimmer als nach Siegen. Umso wichtiger ist, dass man sich auch ablenken kann. Gerade nach Niederlagen, gerade nach Pleiten wie beim FCK, jetzt nach dem 0-2 in Cottbus. Und da gab es eine tolle Gelegenheit am Samstag für die gesamte Mannschaft des ersten FC Kaiserslautern. Da gab es das alljährliche Treffen mit den Rollis, den Fans, den gehandicapten Fans vom FCK im Fritz-Walter-Stadion. Und natürlich war Wolfgang Hesel auch mit dabei. Wir waren mit dabei. Bernd Schmidt hat aber auch festgestellt, das Spiel stand immer noch besonders bei allen im Fokus. Der Kapitän geht vorne weg nach der bitteren Pleite. Einen Tag später kann Wolfgang Hesel schon wieder lachen bei der Autogrammstunde für gehandicapte FCK-Fans, auch wenn ihn die Niederlage schnell wieder einholt. Was war am zweiten Tor los? Beim zweiten, ja. Da haben wir uns auskontern lassen einfach. Aber mein Gott. Rollstuhlfahrerin Christel Eberhardt hat Wolfgang Hesel ganz genau im Blick, als es fällt, dieses entscheidende 0-2. Aber kann er da wirklich was machen? Am Ende einer Fehlerkette wird er auf dem falschen Fuß erwischt. Hesel feuert seine Mannschaftskameraden direkt wieder an, ist geachtet und beliebt bei ihnen. Wolle macht sein Ding da hinten ganz gut, strahlt viel Ruhe aus, hält den einen oder anderen Ball, hält er auch mal.
charakterlich super, super Mensch auch. Gesehen, dass er ein Teamplayer ist, war erst hinten dran. Jetzt ist er am Bombenrückhalt für uns Ersatzkapitän, für den Flo Dick. Also ich bin froh, dass er in meinem Team ist. Das ist ein ruhiger Geselle mit viel Erfahrung, der vielen jungen Spielern helfen kann. Mit seiner Ausstrahlung hilft er uns auf dem Platz. Ist ein super Kerl und ich kann ihn gut leiden. Deswegen umso bitterer, dass er heute zwei Dinge eingeschickt bekommen hat. Wolfgang Hesel strahlt hinten jene Ruhe aus, die vorne im Angriff manchmal noch fehlt. Die beste Möglichkeit, das hätte das zwischenzeitliche 1:1 sein können oder sogar müssen. Trotz Niederlage, trotz verpasster Chance auf Platz 3, die Stimmung bei der Autogrammstunde ist überraschend positiv, so wie am Tag zuvor in der Westkurve. Trotz der Niederlage waren die Fans immer noch sehr positiv gestimmt, haben applaudiert, haben uns aufgemuntert und waren jetzt nicht so, dass sie uns durchbeleidigt haben, wie es ja manchmal so ist, wenn man ein Scheißspiel hinlegt. Aber das fand ich, war ein gutes Gespür von den Fans und das tat auch gut, ja, und heute natürlich auch. Ich den Norman habe ich mich so geärgert, dass ich dem Schiri den Kaffeebecher noch geschmissen habe. Wirklich? Oh, ja. Das darf man aber nicht eigentlich. Das war mir egal. Jawohl! Ab und jetzt ab! Er muss keinen einzigen schwierigen Ball halten, Wolfgang Hesel, testet aber mal kurz Christel Eberhards Nerven. Mal lieber Hesel, was hat er mal gemacht? Auch beim 0:1 ist er chancenlos. Cottbus Kapitän Marc Stein erzielt den Kopfballtreffer mit gebrochener Nase. Da hilft auch die Erfahrung von Wolfgang Hesel nicht, der als Torwart Nummer 3 verpflichtet, jetzt sogar Kapitän der Mannschaft ist. Das ist auch eine Frage, was in der Kabine passiert. Da hat er ein großes Ansehen, zu Recht, weil er auch vorbildlich gearbeitet hat, als er Nummer 3 war. Wir haben uns zweimal mit ihm getroffen, haben gemerkt, der Charakter passt zu unseren jungen Torhütern. Der kann ein Stück weit auch diese führen, kann mit Gary zusammen auch die beiden Torhüter unterstützen und gleichzeitig für die Mannschaft auch wichtig sein. Die Karriere eigentlich schon am Ausklingen, aber wie das Fußballerleben so spielt, plötzlich wieder im Mittelpunkt. Wolfgang Hesel hat nicht nur bei Christel Eberhard einen positiven Eindruck hinterlassen. Ihre guten Wünsche sollen ihn begleiten. Viel Glück, dass er uns noch viele Bälle hält und dass wir hoffentlich den Schwung schaffen in die zweite Liga. Der Ansturm auf Tabellenplatz 3 jäh gestoppt. Gut, dass der FCK einen Torwart hat, der die jungen Spieler führen kann und der die Nerven behält. Ja, einer, der die Nerven behält, solange auf dem Platz ist, macht das. Daneben ist es schwieriger in so einem Spiel. Und trotzdem erstmal ganz ehrlich, für Sie war es doch echt ein doofes Spiel, oder? Ganz persönlich. Ja, das sind die allerschlimmsten Spiele eigentlich. Wenn eigentlich, ja, wie es im Bericht vorkam, glaube ich, es kam, glaube ich, nur 3 Bälle aufs Tor. Zweimal holt man sie aus dem Netz raus. Ja. Ohne Chance? Das ist eigentlich das Allerschlimmste für einen Torwart. Ja, gebrauchter Tag, sagt man, glaube ich, an so einer Stelle. Christel sagt aber auch, das ist die Dame, die wir gerade gesehen haben, was war denn da beim zweiten Tor los? Unser Reporter sagt, keine Chance. Christel sagt, da hat er nicht aufgepasst. Kann man den halten? Nein, ich glaube, der ist noch leicht abgefälscht, ja. Auch noch von Kevin. Er geht unter seinem Fuß durch. Der ist schwer zu halten. Hätten wir auch gesagt. Deswegen haben wir auch gesagt, eigentlich keine Chance bei diesen beiden Toren. Aber was ist das eigentlich für die Geschichte, die Sie beim 1. FC Kaiserslautern gerade erleben? Sie kommen zu diesem Verein, es gibt eine klare Absprache. Die war genau wie? Ja, ist ja in dem Beitrag gesagt worden von Martin Bader, dass die Idee war so, dass mich als Nummer 3 zu holen, als Stütze dahinter. Und da den beiden Jungen, Jan-Ole Sievers und einer Grille, so gut es geht, zu helfen und die zu unterstützen. Und auf die Aufgabe habe ich mich auch sehr gefreut. Gerade weil natürlich auch Kaiserslautern ein großer Verein ist, der jetzt da in der dritten Liga ist, wo er eigentlich nicht hingehört, aber wo die Aufgabe einfach sehr, sehr reizvoll war. Was hat Sie denn daran eigentlich wirklich gereizt? Sie kommen ja vom HSV, von Fürth, Sie haben andere Vereine, viel, viel Erfahrung, viel gespielt und kommen dann zum FCK und sollen also mal 3 die Jungen unterstützen. Wo war da genau Ihr Reiz, Ihre Motivation? Ja, also ich hatte vorher ein sportlich gesehen schlechtes Jahr in Würzburg, wo auch meine Leistungen nicht gepasst haben. Und wollte unbedingt einfach nochmal einen Neuanfang machen. Und ja, dann kam eben die Möglichkeit, bei so einem Traditionsverein nochmal irgendwo aktiv zu sein. Und ja, und natürlich kommt dann auch irgendwann der Zeitpunkt in der Karriere, wo man sagt, okay, es ist vielleicht an der Zeit, auch mal seine Erfahrungen irgendwo weiterzugeben.
Und die Möglichkeit wollte ich dann einfach wahrnehmen. So, und dann, Gary Ehrmann hat immer gesagt, der ist eigentlich viel zu schade für die Bank und viel zu schade für Torwart Nummer 3. Gibt es die Chance auf 1? Und heute sind Sie noch Kapitän der Truppe. Seit einiger Zeit auf dem Feld. Wie sehr genießen Sie das, jetzt da zu stehen? Ach, tatsächlich jedes Spiel. Also ich glaube, ich habe jetzt 7 Spiele gemacht. Ja. Das war auch die Wende, muss man sagen. Und das ist, ich freue mich auf jedes Weitere. Also wirklich, das ist... So, die Situation sehe ich wirklich ganz, ganz entspannt, weil es für mich alles eine Art Zugabe ist. Mhm. Und freue mich einfach riesig, dass ich da nochmal vor den Fans spielen darf. Ja, von 3-1 kennen Sie auch. Von jetzt auf gleich ins kalte Wasser. Und dann kam dieses berühmte Spiel beim HSV mit dem Elfmeter, den Sie gehalten haben. Dieses erste Spiel, ist das noch ganz präsent bei Ihnen? Nee, ehrlich gesagt nicht mehr. Also es kam relativ plötzlich, sage ich mal, ein bisschen unerwartet, aber... Zu der Zeit war es natürlich sehr präsent, ja. Aber jetzt sind ja auch schon ein paar Tage vergangen und klar, man erinnert sich immer noch gerne dran, aber jetzt so im Vordergrund steht es nicht mehr. Das heißt, auch selbst was ist abgehakt und Sie sind jetzt die Nummer 1, ist es vielleicht sogar, war meine Frage, mein Eindruck, alles was danach kommt, schwieriger, weil die Erwartungen plötzlich größer werden als bei dem ersten Auftritt oder sind Sie einfach so ein Gelassener, der sagt, die Ruhe weg? Ich habe mir jetzt das nicht so vor Augen gehabt, dass es jetzt so ein, sag ich mal, die Messlatte so hochgesetzt war, dass ich mir jetzt Druck machen muss, dass ich jetzt jedes Spiel so spielen muss. Also ich versuche einfach jedes Spiel meine Leistung zu bringen und ich denke, das habe ich bis jetzt ganz gut geschafft. Und, überragend, muss man sagen. Ja, bis jetzt mit 20 Jahren Stammtorwart in der ersten Bundesliga zu sein, das ist großartig und hat vielleicht auch jede Menge mit dem zu tun, wie Sie gefördert wurden beim Mainz 05, diese Ruhe auch zu bekommen. Da kommen wir gleich drauf. Kurz der Hinweis, gehen Sie mal bei uns ins Internet, swr.de/sport, da finden Sie noch jede Menge auch zum 1. FC Kaiserslautern, unter anderem das komplette Interview mit Michael Frontzek, das wir geführt haben zur sportlichen Situation in Kaiserslautern und ganz viele Stimmen in der Fanbox von den Fans des FCKs zum 1. FC Kaiserslautern. Jetzt gucken wir ein bisschen auf diese Talentschmiede Mainz 05, auf diese Torwartschule, muss man vor allen Dingen sagen. Jede Menge Spitzen, Junioren, Nationaltorhüter sind da in den letzten Jahren herausgekommen. Das ist eine klare Handschrift, die ist erkennbar und spricht für eine wirklich herausragende Mainzer Torwartschule. Florian Müller. Diese Ruhe, die alle beschreiben und die alle auch bewundern, mit, ich sag's nochmal, 20 in ein paar Wochen, in zwei Wochen, 21. Diese Ruhe haben Sie die immer gehabt? Ist das ja naturell? Oder ist sie irgendwie auch trainiert, angelernt, beeinflusst? Nee, also ich glaube, so ist einfach meine Art und ich glaube, die Leute, die auch um mich herum sind, kennen das so von mir und wissen, dass ich so bin. Und ich denke, das hilft mir auch auf dem Platz einfach weiter, dass ich das so an meine Vorderleute auch weitergeben kann und die so ein bisschen beruhigen kann. Sie als junger Mann beruhigen ja dann Jungs wie Stefan Bell, Daniel Brosinski? Ja, ich glaube, auf dem Platz sollte das Alter keine Rolle spielen. Also ich glaube, jeder hat so seine Aufgabe und seinen Posten, sag ich mal, den er so auszufüllen hat. Und meine Aufgabe ist einfach, dass ich den Jungs vor mir helfen will und ihnen so gut es geht einfach zu unterstützen. Und wenn es mit meiner Ruhe geht, dann tue ich das gern. Wie war es bei Ihnen? Sie sind ja erst mit 18 Jahren gewechselt von einem kleineren Verein in der Oberpfalz zum HSV. Zum ersten Mal, ich sage es mal, Anführungszeichen, Sie waren vorher Auswahlspieler in die große, weite Welt gekommen. Hatten Sie die Ruhe auch immer gehabt? Oder ja, war es jetzt mal ganz anders? Klar, also das ist natürlich dann eine ganz andere Welt gewesen, vom Dorfverein zum großen HSV zu wechseln. Aber ich glaube, die Ruhe, die hat man einfach in sich. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Mitspieler merken, da ist einer, auf den kann ich mich verlassen. So, ja. Wenn halt mal was schief läuft, dann ist nur einer da, der hilft. Und das ist diese Sicherheit, von der man immer spricht dann. Muss man einfach ausstrahlen in dem Moment. Und trotzdem, diese Mainzer Torwartschule, die wir gerade gesehen haben, die sehr strukturiert arbeitet, sehr genau offensichtlich guckt, wer da zukommt und wen man eben nicht holt. Was ist für Sie das Besondere an dieser Ausbildung? Ja, ich glaube, wir haben einfach eine sehr, sehr gute Mischung, sage ich mal, drin von den Torhütern, die einfach dort sind und auch von den Trainern. Dass Sven Hofmeister, den man eben gesehen hat, und Stefan Kunert sehr eng miteinander zusammenarbeiten und wie gesagt auch den gleichen Plan haben und das auch komplett durchziehen und dann halt das Niveau im Training sehr hoch ist. Also als ich noch in der U19 gespielt habe, war ich Junioren-Nationaltorhüter, der zweite Torwart aus der A-Jugend war Junioren-Nationaltorhüter, beide U17-Torhüter waren Junioren-Nationaltorhüter. Das ist einfach ein krasses Niveau im Training und das hilft einem dann natürlich auch sehr weiter. Dann haben Sie mit Yannick Huth, mit Robin Zentner, jetzt noch zwei Leute an Ihrer Seite. Der eine hat schon Olympia gespielt, der andere hat auch diese Ausbildung, ist durchlaufen. Ist das Konkurrenz
Oder ist das tatsächlich auch wegen der gemeinsamen Erfahrung ganz viel Zusammenhalt? Ja, ich glaube, wir sind einfach eine gute Gruppe, sage ich mal. Also ich glaube, wer uns in der Vorbereitung gesehen hat, hätte nicht gedacht, dass alle drei um die Nummer eins kämpfen, sondern dass wir eher einfach Spaß im Training haben. Also wir haben wirklich viel gelacht, aber der Konkurrenzkampf ist natürlich schon da. Aber jetzt, du gehst nicht ins Training verkrampft irgendwie, sondern hast einfach deinen Spaß und wir lachen relativ viel. Ne? Also auch jetzt mit Kuni zusammen fällt es auch nicht so schwer, sage ich mal. Aber nee, wir haben da eine sehr gute Gruppe zusammen. Einer, der gegangen ist von Mainz 05, den Weg zum ersten FC Kaiserslautern, auch diese Schule durchlaufen, ist es Lennart Grill. Der ist im Moment die Nummer 2 hinter Wolfgang Hesel beim FCK. Hier sehen wir ihn am vergangenen Freitag vor dem Spiel gegen Cottbus mit Gerry Ehrmann zusammen. Auch noch ein junger, 2 Jahre jünger als Sie sogar noch. Können Sie dem auch ein paar Tipps mitgeben? Reden Sie da viel miteinander? Ja, na klar. Klar, also ich denke, dass er sich erstmal natürlich auch viel abschaut. Und natürlich, Gerry gibt auch mir noch ganz viele Tipps von, er hat weiß ich wie viele Bundesligaspiele, hat so viel mitgemacht, da, ja, wenn man da nicht zuhört, dann kann man es, glaube ich, bleiben lassen. Deswegen, glaube ich, er steht noch ganz am Anfang seiner Karriere. Ich glaube, es ist sein erstes Herrenjahr. Also, aber der Junge wird seinen Weg machen auch. Ja, in der Tat, Gerry Ehrmann. Müssen wir nicht drüber reden, was für Namen dabei sind, von Weidenfelder bis Pollersbeck, über Wiese, Sippel bis zu Kevin Trapp. Und das sind noch nicht alle Namen, jede Menge mehr. Jürgen Schmidt über die Torwartschule, Gerry Ehrmann. Wenn Gerry Ehrmann ausholt, bleibt nur springen. Wolfgang Hesel macht es, wie alle, die unter Tarzan trainieren. Wer die Ehrmann-Torwartschule überlebt, wird ein Großer. Er fordert Ehrgeiz, Selbstbewusstsein, Ausstrahlung. Der Pfälzer hat überragende Keeper rausgebracht. Für mich ist wichtig, dass hier ehrliche Arbeit abgeliefert wird. Und nicht da irgendwelche Sauerstoffdiebe am Ende vom Monat nur das Geld abholen. Der Erste, der dieses Ehrmann-Gesetz lebt, ist Roman Weidenfeller, 5 Jahre FCK. Von Lautern aus in die große Fußballwelt. Der Westerwälder wird Weltmeister. Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, spielt Champions League mit Dortmund, alles bei Ehrmann gelernt. Was er macht, ist einfach, er bringt denen so eine Einstellung bei, die sie haben müssen. Auch Tim Wiese ist kein Sauerstoffdieb, wie Ehrmann gerne sagt. Wiese, klasse veranlagt, wird später Nationalspieler und noch viel mehr. Ist Gerry rein körperlich am nächsten. Er hat Präsenz gezeigt, da ging es natürlich auch schnell bergab dann irgendwann, aber Timmy, das war schon, hat mich schon geprägt in meiner Jugend. Ehrmann bringt auch Florian Fromlowitz aus der Jugend des FCK in die Bundesliga. Und dann kommt der Bäckersjunge Tobias Sippel mit seinem Britzelschwung. Das Torwarttraining mit dem Gerry ist wesentlich einfacher, glaube ich. Komm, hol ihn, spring! Ja. Auch der Dürkheimer geht den harten Weg. Mord! Von nichts kommt nichts, oder? Quäle mit Spaß. Der Ehrmann-Schüler steigt mit Lautern in die erste Liga auf, momentan in Gladbach. Komm, High Five. Ja, großes Mädchen, gell? Egal welcher Torwart da kommt, es kommt was Gutes dabei raus. Also es ist einfach ein geiler Torwarttrainer. Ein Mann, schneller als sein Schatten. Kevin Trapp. Der gebürtige Saarländer ist auch ein Spross aus der FCK-Flugschule. Hey, das kann doch nicht sein. Quälen mit Spaß. Glückwunsch. Aus dem FCK-Internat in die Champions League. Kevin Trapp von Paris Saint-Germain zu Eintracht Frankfurt. Es liegt auf jeden Fall am Torwarttrainer Gerry Ehrmann, weil der hat definitiv richtige Granate rausgebracht. Die beste deutsche Torwartschule. Julian Pollersbeck verbringt 4 Jahre dort. Polle spielt für den HSV momentan in Liga 2. Marius Müller in Leipzig. Auch er lernt das Fliegen beim Tarzan aus der Pfalz. Die Marke, die Torwartschule, Gerry Ehrmann. Er ist es von allen Keepern, der am besten auf den Betze passt. Quälen mit Spaß. Haben Sie das auch schon mal gehört von Gerry Ehrmann? Nee, seitdem ich da bin, habe ich den Spruch nicht gehört. Aber quälen mussten wir uns auch schon das ein oder andere Mal. Das Motto stimmt schon. Wie viel ist Talent? Es gibt wahnsinnig viele große Talente. Und wie viel ist Arbeit und Quälerei, um so erfolgreich zu werden? Oh, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, Talent muss man natürlich ein bisschen haben. Aber ich
glaube schon, dass man sehr viel durch Fleiß und durch Willen schaffen kann. Also gerade bei uns im Training, also ne, Gary verkörpert das wirklich, da aufgeben gibt es nicht. Ich glaube schon, dass man gerade auf der Torwartposition sehr viel mit Willen und mit Leidenschaft machen kann. Sie hatten die Wahl. Aus dem Saarland kommend, konnten Sie sich entscheiden zwischen dem 1. FC Kaiserslautern mit 15, ja, so alt waren Sie damals, und Mainz 05. Warum haben Sie sich für Mainz entschieden? Das ist jetzt schon ein bisschen her. Also ich glaube, damals hat mir das einfach alles besser gefallen in Mainz. Also ich war mir beides angeguckt und habe damals auch mit Gary kurz gesprochen, sogar einmal. Aber im Großen und Ganzen hat mir das hier einfach mehr zugesagt und im Endeffekt war es dann auch die richtige Entscheidung. Wie man sieht heute, sagen viele, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Sie sind das größte Talent. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie so Schlagzeilen eigentlich lesen, dass Sie das größte Talent im Tor des deutschen Fußballs sind? Lässt Sie das ganz kalt? Ja, ja, also davon kann ich mir im Endeffekt auch nichts kaufen. Also ich muss einfach das auf dem Platz zeigen. Also muss einfach meine Leistung bestätigen und was dann die Leute drumherum reden, ist vielleicht ein Zusatz, aber im Endeffekt habe ich davon jetzt nichts mehr, sage ich mal. Also ich muss einfach zeigen, was ich kann und was die Leute drumherum reden, ist dann halt so. Ihre Vorbilder, so ist zu lesen, sind eher Ter Stegen und Leno als Manuel Neuer. Warum diese beiden? Ja, also ich habe gesagt, so, das ist einfach diese Torhüter-Generation, so, die wirklich aus der A-Jugend rausgekommen sind und direkt ins kalte Wasser geworfen worden sind, teilweise Champions League gespielt haben und das überragend gemacht haben, speziell in den ersten Jahren. Und das ist einfach so ein Weg, den man sich abschauen kann. Das ist der Weg, den Sie gehen wollen. Sie sind 32 Jahre alt. Wie sieht denn Ihre Karriereplanung jetzt eigentlich aus? Genießen, was da ist? Ja, also ich will natürlich noch ein paar Jahre spielen, logischerweise. Ja, oder halt noch dabei sind und dann mal sehen, was dann kommt. Ich hatte eigentlich auch vor, irgendwie mit dem Trainerschein schon anzufangen, so jetzt parallel zur geplanten Nummer 3. Torwarttrainer in die Richtung? Das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Mal sehen, wie lange, aber in die Richtung soll es dann schon irgendwann gehen. Gut so, der FCK braucht Sie und hoffentlich dann auch in der zweiten Liga. Wir kommen jetzt zu einem Mann, der ist wirklich einer der größten Sportler in Rheinland-Pfalz. Der ist herausragend, der ist Kapitän seit vielen Jahren der Basketball-Nationalmannschaft und seinen Traum hat er schon dreimal verwirklicht. An drei Olympischen Spielen hat er teilgenommen, an drei Paralympischen Spielen und die vierten in Tokio, die sollen jetzt auch noch mit dazukommen. Dirk Passivan ist Rollstuhl-Basketballer und wir waren ganz nah dran in unserer Rubrik mit Andreas Kürtner, einem besonderen Menschen und großen Sportler. Und wir drücken Dirk Passivan die Daumen, dass das klappt mit den vierten Paralympischen Spielen dann in Tokio. Jetzt sind Sie aber dran, jetzt können Sie gewinnen. Unser Gewinnspiel vergangene Woche, da haben Sie folgende Hilfen bekommen von unseren kleinen Sportlern. Großer Sport aus kleinem Mund, so heißt diese Reihe. Und die kamen vergangene Woche vom TSV Schott Mainz. Das waren die Hilfen. Ich habe gesehen, dass der neben oder über Bäume geflogen ist. Da hat er so einen roten Helm, hat so eine Brille gehabt. Und darunter war auch noch eine weiße Brille und das sah ganz lustig aus. Wurde mal letzter. Und jetzt sagen wir mal die Lösung. Wer war da gesucht? Bilder von den Olympischen Spielen Calgary 1988. Eddie Edwards, genannt Eddie the Eagle. Er ist die Lösung, ganz sicher der mutigste, aber sehr wahrscheinlich auch schlechteste Skispringer aller Zeiten. Letzter wurde er bei jedem Wettbewerb im Weltcup, den er gemacht hat. Und trotzdem hat er bis zum Ende immer Haltung bewahrt. Der Brite Eddie Edwards. Das war die Lösung. Gewusst hat es Peter Klier aus Estal. Ganz herzlichen Glückwunsch zu einem grandiosen, tollen, schönen Gewinn, den man so nur bei uns gewinnen kann und den Sie heute zum letzten Mal auch bei uns gewinnen können. Wollen Sie unsere neue Nationalmannschaft live erleben? Dann machen Sie mit. Gewinnen Sie mit Flutlicht und der Sparda Bank eine Reise für zwei Personen zum Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande. Am 19. November auf Schalke. Viel Glück. So, der Preis bleibt gleich. Ein allerletztes Mal, wie gesagt. Dieses Mal geht es um eine Szene und Kinder vom FC Meisenheim werden diese Szene umschreiben. Hast du es gesehen? Wie geht das? Da gab es einen Eckball und da hat der eine den in den Winkel reingekürbt. Da hat er so ein wunderschönes Kopfballtor gemacht. Ich habe auch schon tausende Kopfballtore gemacht. Ja, und der hat dann so gemacht.
das Tor geschossen hat. Der sah so groß aus mit blonden Haaren. Blaue Augen. Der Ball ist am Pfosten vorbei und ist dann neben dem Tor irgendwie ins Tor gegangen. Und dann ist er nochmal nach rechts gegangen und dann ist er vielleicht reingegangen. Na komm, der ist dann. Wir haben gedacht, sie sagen jetzt besser nichts, weil sonst hat das Tor ja nicht gezählt. Und dann hatten sie ganz viel diskutiert über das Tor und dann gab es auch ganz viel Streit. Also der ist irgendwie so vorbeigeflogen am Tor und dann ist er doch am Außennetz irgendwie reingezappelt. Und ist durchs Netz und dann rein. Da steckt ein Wunder. So, wenn Sie die Lösung wissen, ganz schnell anrufen, 0180 379 7500. Die Lösung dann kommenden Sonntag hier in Flutlicht wird Sie präsentiert mit der Bekanntgabe des Gewinners. Und dann empfehle ich Ihnen, gehen Sie mal auf unsere Facebook-Seite, SWR Sport, so heißt sie, und da können Sie abstimmen, wer war für Sie der beste FCK-Torhüter aller Zeiten. Diese Abstimmung läuft noch, machen Sie gerne mit. Ihr dürft dreimal raten, wer der Beste war bisher, wer die Rangliste anführt. Ich tippe mal auf Gary. Gary Ehrmann, richtig. Im Moment mit klarem Vorsprung vor Ronny Hellström. Wer ist für Sie der beste Torwart aller Zeiten? Vom FCK. Insgesamt. Sie dürfen darüber hinausgehen. Insgesamt würde ich schon sagen Manuel Neuer. Dann doch. Ja. Steht im Raum. Genau, Manuel Neuer. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wolfgang Hesel, Florian Müller für den Besuch bei uns. Dankeschön. Es hat viel Spaß gemacht. Nächste Woche bei uns zu Gast. Da geht es um den Nachwuchs. Bo Svensson, Trainer der A-Jugend von Mainz 05 und Manfred Paula, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums vom 1. FC Kaiserslautern. Beide sind kommenden Sonntag hier zu Gast. Jetzt kommen Sie gut durch die Nacht und haben Sie eine tolle Woche. Viel Sport im Aktuell, im Internet, swr.de, Sport. Macht's gut und tschüss, tschüss.